Diesen Traum im Dienste des Umweltgedankens wollen sich Michael Köhler und Heike Patzelt erfüllen. Allein mit der Energie von Sonne und Wind planen die beiden Kärntner mit ihrem Katamaran Solar Wave die Welt zu umrunden. Sie wollen damit beweisen, dass es möglich ist, ohne fossile Brennstoffe, nur mit Solarenergie und in dem Fall auch, wir haben einen Windgenerator, auch mit Windenergie, aber ohne Segel, sich fortzubewegen und einen kompletten Haushalt zu führen. Letztendlich so wie zu Hause, ohne Verzicht auf irgendwelche gewohnten Haushaltsgeräte. Das 14 Meter lange Boot wurde speziell für die umweltfreundliche Weltumrundung gebaut. Energie wird durch Solarpaneele und Windgeneratoren gewonnen. Der Antrieb erfolgt mittels Elektromotoren. Und sollte einmal keine Sonne scheinen, macht die Solar Wave dasselbe, was ein Segelboot macht, wenn kein Wind weht. Wir fahren deutlich langsamer. Wir haben allerdings im Gegensatz zum Segelboot noch den großen Vorteil, wir haben Batterien und können mit dem Strom, der in den Batterien gespeichert ist, den wir vorher mit den Paneelen auch hineingeladen haben, noch einige Zeit, also 20, 30, 40 Stunden je nach Geschwindigkeit, noch weiterfahren. Bis halt das nächste Mal wieder die Sonne scheint. Auf der eigens eingerichteten Homepage können sich Weltenbummler auch als Gäste für einzelne Etappen anmelden. Die Weltumrundung bedeutet für die beiden Abenteurer aber mehr Stress als Urlaub. Weil für Gäste ist es Urlaub, für uns ist es weit entfernt vom Urlaub, weil wir sind ja quasi Reiseleiter, wir sind Skipper, wir sind Köchin, Bootsfrau, Animateur, wir sind im Prinzip alles und das ist schon durchaus ein 14-Stunden-Tag. Etwa 2 Jahre soll die Reise dauern, die sich ganz an der Sonne orientiert und von Ost nach West einmal um den Globus führt. Die Route wird uns von hier jetzt in Wien über die Donau, Budapest, Belgrad ins Schwarze Meer, dort Istanbul quer durch die Ägäis und dann über das ganze Mittelmeer bis Gibraltar, über den Atlantik, Karibik, Panama, quer über den ganzen Pazifik, der ist ganz schön groß, an Australien vorbei, Indonesien, Indien, Indischer Ozean bis in den Golf von Aden, vorbei an Somalia und Jemen, hoffentlich unbeschadet, dann ins Rote Meer und über den Suezkanal wieder zurück ins Mittelmeer. Schon als Kleid.